Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zurück an diesem Freitag hoffentlich. Ja, da sind wir wieder. Unser Markt braucht dringend Baumitarbeiter. Wir haben 3 davon über. Packen wir hier 3 rein. Dann dürfen die auch arbeiten. Damit haben wir auch keine Lagerprobleme mehr. Und wir haben einen Händler da. Was wird der mit uns handeln? Ja, Supi, du hast aber kein Saatgut, ne? Nee, der hat zwar verschiedenste Früchte, aber da muss Seeds hinterstehen, dass das auch Saatgut ist. Was willst du denn von uns haben? Okay, ich hätte gerne den Mais. Mal. Was bist du denn? Hohes Alter, passt. Nehmen wir mal 100 davon mit. Und nochmal 200 davon. Beziehungsweise ich packe einfach mal alles rein, was wir hier haben. Und guck mal, was wir uns leisten können. Das macht das Ganze doch einfacher, oder? Ja, guck mal. Also. Dann machen wir das mal voll. 1, 2, 3, 4, zack, 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 zack. Gehen wir mal 400. Halt, 400. Kriegen wir noch 100 raus. Das sind 100. Das sind 100. Dann kriegen wir den leer gekauft. Und ich hätte gerne was von meinen Kohlköpfen zurück. Vier. Dann nehme ich gerne einen davon zurück und einen davon zurück. Einen davon rein? Nee, 10. Drei zu viel. 19 zu viel. 4 zu viel. Zu wenig. Zu wenig. Ja, komm, passt. Die 4. Mach, wie du willst. Ja, unsere ganzen Alten sind verstorben. Und die Plätze müssen aufgefüllt werden. So, mal gucken. Da sind neue drinne, da sind neue drinne. Und was? Ne, 2 Alte noch. Die werden uns auch bald versterben. Die sind auch wieder aufgefüllt worden. Wird uns auch bald versterben. Ja, es ist so. Es passiert jetzt halt, das ist jetzt der Lauf der Dinge, der passiert. Den kann man auch nicht ändern. Also, die werden irgendwann einfach sterben, weil sie immer alt sind. Wir können höchstens das dort erhöhen, indem wir denen viele verschiedene Nahrungsangebote geben. Zum Beispiel. Oder indem wir ihnen einen Arzt vielleicht noch hinstellen. So ein Krankenhaus. Können wir eigentlich auch mal gucken. Eine Klinik. Haben wir dafür genug Ressourcen? Ne, geht es dann halt Stein aus. Wir haben noch genug, ne? Ja, komm. Das kann weg an Steinen. Und das kann auch an Steine hier bitte rausgeschlagen werden. Ansonsten dürften. Wie viel können noch versterben? Also im hohen Alter? Keiner. 2? 4? Ne, ich sag mal 2, also 70 glaube ich. Wenn mit 80 sterben, die sind 3. 4? 5? Also das sollte sich noch mit der Geburtenrate noch halbwegs, soll das noch hinhauen eigentlich. Die Happiness sollte auch wieder nach oben hin, weil die Happiness eigentlich vollkommen Wumpe ist, sie hat noch keine Auswirkung. Ich weiß auch gar nicht, ob die jemals eine Auswirkung bekommen wird. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fleisch ist. Kommt das vielleicht von dem Schlachtviech? Nee, das ist nur von den Schafen vielleicht. Weil Schafe werden auch geschlachtet. Das könnte natürlich durchaus sein.
Die Jungs halten dem Druck vom Holz noch nach. Der Werkzeugdruck, den halten wir mal, so wie er ist. Und wir sollten langsam an die Minen denken. Würde ich mal sagen oder behaupten oder denken. Jetzt weiß ich bloß nicht, was zuerst besser wäre. Eine Schule oder... Da eine Schule hin. 16, 16. Davon habe ich genug. Das kann man schon mal machen. Zack. Und ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus ist dahin, aber die Priorität liegt doch erstmal bei der Schule. Loks haben wir da oben noch genug. Zur Not haben wir hier auch noch Steine und Eisen rumfliegen. Nahrungsproduktion klappt doch. Geburtenaustausch funktioniert auch. Gucken wir, ob in der Grafik jetzt auch Tod mit auftaucht. Nein. 10-Jahres-Bilanz. Ja, das sollte ein bisschen nach da gehen eigentlich. Also, dass wir noch ein bisschen höhere Geburtenrate haben, als wir jetzt haben. Was ist mit dir los? Wie, du kannst dich... Au, ja, unsere Nahrungsmittelproduktion ist zu hoch. Macht mal 15.000, bitte. Deswegen hätte ich auch gerne die Schafe langsam wieder, weil die Schafe nämlich noch dafür sorgen, dass wir Wolle bekommen. Und aus Wolle können wir Kleidung machen. Also bessere Kleidung, weil wir können auch nur Wollkleidung herstellen. Die hält etwas wärmer als die Lederkleidung. Und das hat eigentlich den großen Vorteil, dass wir die Kleidungsproduktion hochschrauben können. Da können wir auch mehr Einwohner machen. Weil der kommt mit der Lederproduktion, glaube ich, so viel Leder haben wir gar nicht. Obwohl, wir haben Kleidung im Überschuss drin, ne? Der Schmied kommt auch nicht hinterher. Ach, was soll's. Bauen wir mal. 1, 2. Dahin. Und... Habe ich den dann gebaut, die Straße? Ja. Und nochmal 2 dahin. Dann sollten nämlich da auch Einwohner einziehen. Hoffen, hoffen, hoffen. Ja, der hat seinen Lagerbestand. Das ist schön. Der kriegt auch noch Lagerbestand. Dann passt das auch. Und ich habe wieder nicht auf die Jahreszeit geachtet. Early Winter, denn... nee, genau andersrum. Moment. Nach unten. Dass nämlich mehr Steine. Hier, meine lieben Farmers, ich hätte gerne Steine von euch. Ich habe gesehen, ihr habt hier zufällig bei euch welche rumfliegen. Und die braucht ihr nicht mehr. Das ist übrigens der Karren vom Markt. Und wir brauchen echt langsam Wolle. Weil Wolle bringt uns wärmerhaltendere Kleidung. Jetzt müssen die schon größere Strecken überwinden. Da brauche ich echt die Wolle. Ich brauche Schafe. Bringt mir Schafe. Schafe bringen Fleisch und Wolle. Wenn die jetzt noch Eier legen und Milch geben, dann ist supi. Hätten wir das keine eierlegende Wollmilch sau, sondern eierlegendes Wollmilch scharf, aber egal. Sodale. 14 Leute, die nichts zu tun haben. Ja, die sollen ja auch das hier abernten. Dafür sind sie da. Und das benötigte Material auch hier hinräumen, ist auch deren Aufgabe.
Eigentlich, glaube ich. Late Winter, dann gehen wir hier wieder hoch. Zack, zack. Was hat Priorität? Die Schule? Ach komm, ja, gehen wir der Schule eine Priorität. Bitte bau mir mal die Schule zuerst und dafür kriegst du von mir 4 Leute zur Verfügung. Eine Anzeige, also Sterberate wäre nicht schlecht, weil da kann man nicht vergleichen, Sterbe zu Geburtenrate, ob die Geburtenrate über der Sterberate liegt. Das wäre noch eine schöne Information, finde ich zumindest. Jahresproduktion. Passt, passt. Ja, geht knapp auf. Passt. Neues Jahr. Ja, Herbs. Oh, Herbs. Dann brauche ich ganz dringend einen davon. Weil... Das ist ja mies. Da kommt er gar nicht mehr hinterher. Der kommt ja gar nicht mehr mit der Produktion der Herbs hinterher. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann brauchen wir wohl einen zweiten Herbalist. Ob das Sinn macht? Macht es Sinn, zwei Herbalists nebeneinander zu stellen? Dass die im selben Gebiet? Oder behaken die sich da? So, die Schule wird gebaut. Na gut, dann haben auch eigentlich Studenten, haben die Schüler, haben die Kinder auch endlich mal was zu tun. Das hat den ganzen Tag nur rumspielen, damit mal die Bildung ein bisschen höher geht. Weil ich glaube, höhere Bildung verringert oder erhöht ein bisschen die Produktion und verringert das Risiko von Arbeitsunfällen. Gerade Mine und Steinbruch habe ich es oft genug gehabt, dass da welche von der Leiter gekippt sind. Oder so. Ich glaube, das verhindert man durch die Anhebung der Bildung. Das ist doch toll. Der verkauft hier Feuerholz, ne? Der verkauft alles. Der würde sogar kleine Kinder verkaufen, wenn er könnte. Warum verkauft denn der Loks? Wer braucht denn Loks? Kleidung verstehe ich ja noch. Achso, wir brauchen einen Lehrer. Habe ich zufällig frei den Platz, ja? Hormonalter gestorben. Passt auch. Dann nehme ich hier 2 weniger. Dann klappt das auch wieder. Mit welchen Gebäuden ihr hier anfangt, ist mir herrlich egal. Sagen wir mal mit dem Doktor. Wow! 1, 2, 3. Sind die alle auf einmal verreckt? Und da kommen schon die nächsten. Dann nochmal 2. Oh mein Gott. 4. Ah, es wird langsam. Also wir haben eine hohe Überalterung. Ich glaube, die Kinder kommen nicht mehr hinterher. Wir brauchen mehr Häuser. Ein Händler ist da. Bitte, bitte, bitte. Was hast du im Angebot? Seeds! Seeds! Her damit! Gib mich! Du kannst alles haben, was ich besitze. Und es wird nicht ausreichen. Nein. Nein. Loks, Feuerholz und Eisen will der haben. Denn Eisen. Nein, Iron Tools nicht. Wo ist denn Eisen versteckt? Bin ich blöd oder blind? Moment. Oh, da wird knapp. Eisen. So wird er nicht eingelagert. Nee, vergiss es. 20 krieg ich noch eingelagert. Was wollt ihr noch haben? Loks und Feuerholz. Loks kriegt er von mir. Loks.
200. Wie teuer ist denn Feuerholz? 2. Puh. Das sind 25. Oh, ich brauche die Seeds. Ich will die Seeds haben. Was kann man bei denen noch bestellen? Oh, der hat nur Seeds. Alter. Apfel. Sherry brauche ich nicht. Chestnut ist... Was ist eine Chestnut? Also eine Walnut ist klar. Ist eine Walnuss. Peach sind Pfirsich. Plums sind Pflaumen. Pekas sind Pekanüsse. Birnen, Äpfel, Bohnen, Kartoffeln. Pumpkins habe ich. Das sind auch Art Kürbisse, aber Flaschenkürbisse. Pfeffer, Mais, Kohl habe ich. Weizen, Haselnüsse? Chestnuts? Haselnüsse? Kann das sein? Das reicht nicht einmal im Ansatz. Das reicht noch immer nicht im Ansatz. Ich brauche den ja fast. Warum will er meinen Kohl nicht haben? Ja, weil er selber Seeds besitzt, richtig. Ah. Beim nächsten Mal wird es teurer. Das ist so kacke und das will der nicht haben. Ich muss einen Überschuss an anderem Zeug produzieren, an irgendetwas anderem. Was habe ich denn noch? Da fährt er schon wieder weg. Ach, Arschloch. Tschüss, Händler. Bitte das da priorisieren. Ich will die zwei Häuser haben. Damit ich eine mehr Plätze habe, dass ich eine höhere Einwohnerzahl kriege. In der Hoffnung, dass das alles funktioniert. Schnief. So ein Driss. Echt jetzt. Was holen die sich denn alle da ab? Holen die sich denn einfach alle Herbs ab, wenn die da bei dem zu Besuch sind? Du? Oder tun die sich da kurieren? Hm, wer weiß, wer weiß. Aber jetzt bauen wir eigentlich die zwei Häuser da hoch, bitte. Ich brauche mehr Einwohner. Weil sonst habe ich gleich ein tierisches Überalterungsproblem. Der Städtlehrer ist da. Ja, komm, du hast keinen Hunger. Oh Mann, also ich vermute mal, ich kriege ja eine Meldung. Ich fasse es nicht. Jetzt war der Händler da für das Saatgut und ich konnte mir den nicht, konnte den nicht ausbezahlen. So ein Scheiß. Aber mal ganz im Ernst. Ich brauche mehr Feuerholz. Und mehr Eisen. Vielleicht soll ich doch eine Mine anlegen. So langsam. Ein Student! Yay! So, Dalle. Die Nahrungsmittelproduktion funktioniert. Ja, das klappt ja erstmal so, wie es ist. Und wo ich unbedingt die Seeds hätte haben können. Mann, die Flaschenkürbisse denn hier drauf. Das wäre eine riesige Produktion. Das bringt fast dreimal oder fast doppelt so viel mindestens wie die Kürbisse oder die Pumpkins. Ah, so ein Schwarm. Ja, Forrester Gatherer, die dürfen da wohnen. Das schafft dann hier unten auch wieder Platz. Ja, war nämlich ein Forrest wieder übrig. Händler. Und noch ein Gatherer. Der Gatherer ist weiblich, der Forester ist männlich. Die können auch da oben einziehen. Yay!
Das ist super. Und ich stelle schon wieder fest, ich bin schon wieder bei der Zeit. So. Schnell Stopp. Schnell Ende für diese Episode. So, das war die... Hoffentlich die Freitagsfolge. Denn morgen kommt die Samstagsfolge. Also, bis dann. Tschö.